Ganz herzlich willkommen zu City Vision, das Weihnachtsmagazin. 6 Tage vor Heiligabend. Bei uns ist nämlich jeden Tag Bescherung. Dafür müssen Sie nur schnell auf unsere Facebook-Seite und die letzten Türchen vom Adventskalender abgreifen und dann auch hier wieder einschalten und unsere Vorweihnachtszeit mitzelebrieren. Denn diese Themen haben wir bei uns heute im Geschenkesack. O Tannenbaum und O du Fröhliche, was wäre Weihnachten ohne Weihnachtslieder? Und alle Jahre wieder gibt es die Christmas Classics. Genau darüber sprechen wir im Backstage Talk. Und alle Tage wieder natürlich gibt es die Meldungen des Tages in unserem Newsflash. Vorher werden wir mit Ihnen aber eine Runde singen, vorausgesetzt Sie kennen Lieder Stille Nacht, O du Fröhliche oder O Tannenbaum. Kennen Sie aber auch alle Strophen? Wir haben mal auf der Straße nachgefragt. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Vielen noch im Gedächtnis aus alten Kindertagen die Weihnachtslieder. Irgendwann mal gelernt, zum Beispiel in der Schule, sind sie heute noch mehr oder weniger im Gedächtnis. Doch verbindet man eigentlich Weihnachten auch mit Gesang? Quasi Geschenke, Essen und Singen? Ja, vorm Auspacken. Was wird da so traditionell gesungen? Das ist O du Fröhliche, O Tannenbaum, das, was die Kinder gerade im Kindergarten aktuell wieder gelernt haben. Oder dann halt auch in der Weihnachtsbäckerei. Ja, O Tannenbaum natürlich, O du Fröhliche. nee, was die Kinder wollen, ne? Also wir singen meistens so russische Weihnachtslieder, ja. Wann singt man die vor allem? So, wir feiern Weihnachten eigentlich am ersten Weihnachtstag, wenn man das halt da so feiert, ja. O Tannenbaum oder Stille Nacht oder O du Fröhliche. Oder Klingglöckchen. Kinderlein kommet. Ja. Wie sieht das aus? Wann wird dann gesungen bei Ihnen? Jetzt. Bei ungefähr 2 Promille. Na, ein gemütlicher Abend und so, dann kommt das schon mal dann, ne? China Gesellschaft macht man, das macht man erst am ersten und zweiten Weihnachtstag, wenn man dann zu mehreren ist in der Gruppe, ne? Wenn sie kurz schläft, dann ist es einfacher. Stille Nacht, heilige. Stille Nacht, heilige Nacht, Kindchen lieb, Glücke brach. Würde man jetzt mit Weihnachten, wenn man sagt, was verbinden Sie mit Weihnachten, gehört Singen dazu? Ja, also Heiligabend in der Kirche sowieso, aber auch nachher am Tannenbaum mit Kerzen an. Altijd hou ik van jou, oh mijn schat. Altijd heb ik je lief gehad. Ist das denn so an Weihnachten, sag mal, ja, was verbinden Sie mit Weihnachten? Oft wahrscheinlich Geschenke. Es gehört Singen aber dazu? Ehrlich gesagt gar nicht, nee. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn es irgendwie eine schöne Atmosphäre dann ist. Und das ist mit Singen, ja, finde ich... dazu bei. Nicht nur von der Kassette, vom Band, von der CD oder vom Stick, sondern auch, dass man es selber noch irgendwie macht. In der Schule gab es bei uns damals noch einen Kinderchor oder einen Schulchor. Da hat jeder mitgemacht und bei uns wurde auch ganz, so wie man es oft sieht, gesungen, Blockflöte gespielt. Das, was es gab. Auch so, wenn man in der Kirche ist, in der Grundschule, ja, dann singt man die meistens. Gibt es denn noch so ein Bild, was Sie vor Augen haben, wenn Sie jetzt so daran denken? Ja, dass eigentlich so 3 Generationen eigentlich immer mit am Baum sind. Das verbinde ich da irgendwie mit. Im Kindergarten schon, O Tannenbaum und so, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja. Auch noch an die dritte Strophe von O Tannenbaum? Müsste ich jetzt passen. Gut, dass ich vorbereitet bin. Ja. Oh, nee. O Tannenbaum, O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. O Tannenbaum, O Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. Wunderschön, vielen Dank.
Ja, wunderschön. Und wenn Sie ein Lieblingslied haben, dann schicken Sie uns das doch über unsere sozialen Netzwerke, Facebook und Instagram. Und wir teilen es dann bei uns auch auf unseren Seiten. Wir freuen uns schon auf Ihre engelsgleichen Stimmen. Und jetzt schauen wir aber auf die Meldungen des Tages. Hier kommt der Newsflash. 3 Jahre Haft nach tödlichem Raserunfall von Mönchengladbach. So lautet das heutige Urteil des Landgerichts der Stadt. Somit muss der 29-jährige Hauptangeklagte wegen fahrlässiger Tötung für 3 Jahre ins Gefängnis. Der Verteidiger des Angeklagten hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. Nach Ansicht des Richters habe der Unfallfahrer sich ein Rennen mit dem 26-jährigen Mitangeklagten liefern wollen. Dieser sei darauf jedoch nicht eingegangen und wurde daher zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro wegen Unfallflucht verurteilt. Bei dem Unfall im Juni 2017 kam ein 38-jähriger Fußgänger ums Leben, nachdem er vom Unfallauto mit mindestens Tempo 90 erfasst und 40 Meter durch die Luft geschleudert wurde. Inzwischen sind bei illegalen Autorennen 10 Jahre Haft möglich. Die Gesetzesänderung ist jedoch erst nach dem Unfall von Mönchengladbach in Kraft getreten und gilt deshalb nicht. 420 Wunschzettel, das ist die diesjährige Bilanz der Wunschbaumaktion des Santander Consumer Bank AG. Immer zur Weihnachtszeit startet die Bank eine Geschenkeaktion, bei der bedürftige Kinder aus städtischen Einrichtungen einen Wunschzettel in der Santander-Filiale ausfüllen und aufhängen. Auch in diesem Jahr konnte jeder Wunsch der über 400 Kinder erfüllt werden. Das ist für uns enorm wichtig, weil dadurch, dass die kommunalen Finanzen etwas gelitten haben und das Jugendamt die Zahlungen vor einigen Jahren eingestellt hat für Weihnachtsgeschenke und aus dem normalen Etat da wenig möglich ist für uns, ist das eine riesengroße Unterstützung und Hilfe. Heute Nacht bleibt es leicht bedeckt. Das Thermometer sinkt ab auf ungefähr 3 Grad, aber die kühle Temperatur ist man im Moment auch tagsüber gewohnt. Sehr ähnlich wird dann auch der morgige Mittwoch, nämlich meist wolkig und mit wenigen Sonnenstunden. Das Thermometer erreicht die 11 Grad-Marke. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es zugezogen und es wird dementsprechend wieder kälter bei nur noch 6 Grad. Und die weiteren Aussichten? Der Donnerstag bleibt von grauen Wolken bedeckt und auch danach wird es nicht wirklich freundlicher. Die Sonne zeigt sich nur selten bei Höchstwerten um 12 Grad. Den Regenschirm sollten Sie auf jeden Fall griffbereit haben. So, schnell noch kurze Pause. Gleich geht's weiter mit viel Musik aus unserem Backstage-Talk. Bis gleich. Erster Klasse, das ist ein Traum, den viele sich gerne wahrmachen möchten. In Korschenbruch ist genauso etwas jetzt möglich. Denn hier hat das CQ-Unternehmen das Brocher Carré erbaut. 26 Wohnungen sind entstanden, mit viel Licht, zeitlos, aber trotzdem modern. Und natürlich barrierefrei.
Bereits am Eingang ist das zu erkennen. Der Bereich ist großzügig gestaltet, natürlich mit einer komfortablen Rampe. Ines Zimmermann ist eine der Mieterinnen. Vor 2 Monaten ist sie hier eingezogen. Erwartet hat sie ein neues Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen kann. Genau das hat sie auch bekommen und vieles mehr. Sie mag ihre Wohnung mit den bodenlangen Fenstern und der nach Süden ausgerichteten Lage. Denn Korschenbruch ist für sie genau der richtige Mittelpunkt für ihr Leben geworden. Ich finde es einfach sehr schön, weil es mitten zwischen den großen Städten ist, aber trotzdem noch seinen ländlichen Charakter hat. Man hat alles, was man braucht zum Leben, zum Einkaufen, aber man ist auch schnell weg, wenn man mal, sage ich, in die großen Städte möchte. Der Standort des Brocher Karrees ist sorgfältig gewählt. Korschenbruch liegt nahe Mönchengladbach, Neuss und Düsseldorf. Der Ort ist ideal an den Verkehr angebunden und trotzdem nahe der Innenstadt. Ein Bahnhof ist gleich um die Ecke. In den Wohnungen ist davon nichts zu hören. Die gute Isolierung und die Dreifachverglasung schluckt alle unangenehmen Geräusche. Die Fenster sind stabil und müssen nicht gewartet werden. Hier im Brocher Karree eine Wohnung zu kaufen, das war für Ines Zimmermann eine leichte Entscheidung. Eigentlich wollte sie kaufen und vermieten, doch dann zog sie selbst ein. Was sehr schön ist, ist eigentlich auch, dass man vom Bahnhof nichts mitbekommt. Also es ist faszinierend, dass man hier sitzt, die Bahn vorbeifahren sieht, aber nicht hört. Ich habe mir für mich überlegt, ich möchte nicht nochmal umziehen dann, wenn ich das denn tatsächlich brauchen würde. Das habe ich bei meiner Mutter gesehen, dass die da eigentlich nicht mehr willig war, umzuziehen, aber doch eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Dann habe ich mich halt bewusst umgeguckt nach einer Sache, wo ich das kombinieren kann, wo ich für mich wohnen kann, aber dann auch später eben mir Hilfe dazu holen kann. Und das ist hier gegeben. Ein Grund, eine Wohnung hier zu kaufen, waren für Ines Zimmermann auch die niedrigen Nebenkosten. Eine Solartherme verwandelt Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie. Ein Gründach sorgt für ein gutes Klima im Gebäude. Aber neben Komfort und niedrigen Nebenkosten möchte sie vor allem in eine sichere Zukunft investieren. Die Türen sind breit, das Parkett ist durchgehend, Hindernisse gibt es keine. Zukunftssicher? Genau das ist das Konzept des Brocher Karrees. Wir wollten ein hochwertiges, altersgerechte, aber doch bequemes Wohnen für jeder darstellen. Und ja, ich denke, das ist uns auch ziemlich gut gelungen hier. Überall werden hochwertige Materialien verwendet, vom Bodenbelagen bis Naturstein in die Treppenhäuser oder hier draußen in der Bankerei. Es ist alles hochwertig. Ja, man fühlt sich hier wohl, es sind angenehme Räume. Die Bewohner, die fühlen sich hier wirklich zu Hause, denke ich. Garage, Aufzüge, altersgerechtes Wohnen, all das ist möglich und die Wohnung gibt es schlüsselfertig. Hinzu kommt, dass man bei den Ausstattungsmerkmalen zuvor mitentscheiden kann. Wie soll das Parkett aussehen? Welche Fliesen sollen gelegt werden? Wie möchte man sein Badezimmer gestalten? Man hat die Wahl, zwischen verschiedenen Materialien zu wählen, zwischen der Oberfläche der Böden, einmal Holzboden oder Fliese. Ansonsten ist alles fertig. Also dieser ganze Apparat, den man normalerweise hat, wenn man baut oder umbaut, ist hier nicht. Sie kaufen schlüsselfertig. Sorgloses Wohnen mit einem positiven Blick in die Zukunft. Das Brocher Karree bietet genau diese Perspektive. Ein gutes Stück Lebensqualität. Alle Jahre wieder, da kommt die Remember Band zu uns. Und zwar aus gutem Grund. Die Christmas Classics stehen an. Und zwar dieses Jahr mit 2 neuen Gesichtern am Mikrofon. Und das sind Alex und Heinrich. Aber dir können Menschen leiden. Hör und sehen, deine Hilfe kannst vermeiden. Alex und Heinrich, bei uns zu Gast im Backstage Talk heute. Alle Jahre wieder
kommt die Remember Band zu uns in den Backstage Talk. Und jetzt reime ich weiter mit zwei neuen Gesichtern, die noch nicht jeder kennt. Und das sind die Alex Behrendt und der Heinrich Verheiden. Hallo und willkommen. Hallo. Hi. Ihr seid die neue Frontfrau, der neue Frontmann bei der Remember Band. Ist ja ein furchtbarer Begriff, oder? Frontfrau, Frontmann, oder was sagt ihr? Sänger und Sängerin. Sänger und Sängerin. Ja, genau. Genau. Das sind die zwei neuen Teile der Band. Die zwei neuen Teile der Band. Deswegen wollen wir euch heute mal ein bisschen kennenlernen. Heinrich, du bist ja noch gar nicht so neu. Du bist ja schon seit einem Jahr dabei. Ne? Quasi jetzt im Januar offiziell bekannt gegeben worden. Genau, bin ich dabei. Richtig. Wie bist du in die Band gekommen? Wie bin ich in die Band gekommen? Ja, der Martin wusste halt früher, also mein Vorgänger, dass er nach den Christmas Classics 2017 aufhören möchte und dementsprechend wurde schon früh gesucht. Ja, irgendwie kennt man sich ja in der Musikszene in Mönchengladbach doch irgendwie alle zusammen, alle kennen sich irgendwo und ja, man hat gesucht und mich gefunden. Ne? Ich habe eine Probe mitgemacht und es hat direkt gestimmt. Und wie war es bei dir, Alex? Probe oder Vorsingen? Nee, ich habe die vorige Sängerin vertreten. Für Tanz in den Mai in Bettrath war das. Und da war aber schon klar, dass die Anne aufhören möchte. Schweren Herzens, muss man da sagen. Weil sie war ja ganz nur knapp. Dabei, ja. Genau, sie war nur knapp ein Jahr dabei. Mhm. Aber manchmal ist das so, dass die persönlichen Wege dann halt irgendwie anders sind. Man muss Prioritäten setzen, gerade wenn man halt Kinder hat auch. Und ja, dann habe ich den Job mit den Jungs gespielt. Das war total super. Und danach habe ich den Jungs gesagt, ja, ich kann mir das gut vorstellen und wäre sehr gerne dabei und freue mich auch total. Wie war denn das mit den Jungs? Ne? Jetzt kommen da die zwei Neuen, sag ich mal. Wird man da gut integriert? Ja, absolut. Also ich habe wohl auch den Vorteil, ich kenne halt viele, schon den Gruli seit Jahren schon. Wir sind gut befreundet. Und auch die anderen Jungs kannte ich schon von vorherigen Jobs größtenteils. Also insofern ist das nichts Neues gewesen. Und die Integration ging sehr schnell vonstatten. Und ich fühle mich pudelwohl in dieser Band. Ja, jetzt sitzen wir da auf glühenden Kohlen, wir wollen ein bisschen was wissen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen was. Gucken wir mal rein. Die Rememberment mit einem kleinen Vorgeschmack auf die Christmas Classics. Jetzt ist die Zeit, genauer hinzuschauen in der dunklen, kalten, wärmenden Zeit. Lasst uns manchen Schmerz mit Wohltat etwas lindern. Wir leben hier und jetzt. Doch die Welt gehört den Kindern. Wie vielmal hast du Mitgefühl verspürt? Doch du Wünschen reicht nicht aus. Veränderung das Ziel. Seht hin, na bei dir können Menschen leiden. Hört hin von der Remember Band und was ich eben nicht gesagt habe, das ist keine Covermusik, das ist selbstkomponierte Musik von Bernd, der sitzt genau hinter der Kamera da hinten. Ne? Top-Song, Dankeschön dafür. Ne? Ja, und ihr singt den dann zum ersten Mal jetzt. Ne? Ja, genau, richtig. Wie fühlt sich das an? Da ist der Druck wahrscheinlich noch ein bisschen größer, wenn ein Bandmitglied das geschrieben hat, als Wham. Ja, man möchte dem Anspruch natürlich auch irgendwo gerecht werden, auf jeden Fall. Also insofern steht man schon ein bisschen mehr unter Druck, aber es ist ein wunderschönes Lied und es macht sehr viel Spaß, den zu singen. Und es ist ein sehr aktueller Song, der uns allen sehr am Herzen liegt. Wie sieht das aus? Nehmt ihr euch die Songs so, wie sie sind, die Noten, wie sie vorgegeben sind und so spielen wir es nach oder macht ihr euer Ding da draus? Also ich sag mal so, es ist gerade bei den Weihnachtsstücken ist es ja sehr vielfältig. Man kann jetzt, ne, wir nehmen mal wieder Wham! Last Christmas. Ja. Aber es ist nun mal so, da, das war das, was ich eben schon mal sagte, da aufgrund dessen, dass es gar nicht immer so viel Neues jedes Jahr gibt, gibt es sämtliche Stücke auch schon in ganz vielen verschiedenen, vielseitigen Versionen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, selbst wenn die Remember Band ein Stück 1:1 nachspielen würde, wäre es immer noch die Version der Remember Band, weil es ist immer noch was Eigenes da. Ja, weil ne, die Alex hat halt ihre
ganz eine wunderbare Art zu singen und das ist auch Alex und das gilt ja für jeden einzelnen Musiker innerhalb der Band und das macht auch das Ganze zum Besonderen, wenn man zur Remember Band geht. Ja, also ich würde schon sagen, dass die Songs werden schon immer in einer eigenen Version auch gespielt. Man versucht immer was Eigenes auch mit einzubringen in die Songs. Über Musik reden, das ist das eine. Musik machen ist das andere und deswegen gucken wir uns jetzt mal noch ein bisschen Musik an und hören doch mal rein in den nächsten Song der Remember Band. The glories of his righteousness and wonders of his love and wonders of his love and wonders, wonders of his joy has come. Victory's won, and all his silent hearts that sing. Joy has come, victory's won, and all his silent hearts that sing. All his silent hearts that sing. Joy to the world. Von der Remember Band, ein Stück, das wir auf den Christmas Classics hören werden, hoffe ich doch sehr, oder? Auf jeden Fall. Aha, habe ich euch also schon mal ein bisschen was entlocken können. Ja. Wie sieht es denn aus? Wie viele Stücke gibt es denn an dem Abend? Oh, wie viele sind es insgesamt? 16? Ungefähr, ja. 16, 17, 18, so. Ja, es sind einige auf jeden Fall. Ich meine, ja, oder 18 sind sogar, ne? Oder sind sogar 20? Das sind viele. Weiß das einer von euch? Um die 20. Sind sogar 20. So. Um die 20. Die Stimme aus dem Off, die weiß Bescheid. Also um die 20 Songs. Aber wir haben ja eben gesagt, es gibt nicht mehr so viele Karten für die Christmas Classics. Ja. Zwei Karten gibt es aber noch. Nämlich die hier. Gucken wir doch mal, für wann die sind. Die sind für den 16.12., das ist ein Sonntag, für die 20 Uhr Vorstellung. Ne? Reihe 18, Platz 3 und 4, klingt gut. So, die kann man gewinnen, ich gebe euch das mal. Allerdings müsst ihr euch jetzt mal eine kleine Gewinnfrage ausdenken. Und zwar eigentlich eine leichte Frage, wer heute aufgepasst hat. Wie heißen mit Vornamen die neuen Frontsänger der Remember Band? Also, da gibt es dann die beiden Karten zu gewinnen und schreiben an quiz@city-vision.de und dann entscheidet das los und dann könnt ihr zur Remember Band und in den Christmas Classics. Bisschen aufgeregt schon? Ja. Ja, ja, ich meine, ihr seid alte Hasen, aber seid ihr trotzdem aufgeregt ja. vor den Christmas? Immer, Classics? Grundsätzlich. Aber das finde ich, gehört auch dazu. Und ich glaube, auch nur dann bringt man nochmal die extra Meile, die es braucht. Irgendwie. Also ich finde, ohne Schmetterlinge auf die Bühne gehen, wäre auch schade irgendwie. Wenn ich daran denke, wird die Nervosität dann auch nochmal eine ganze Ecke höher, ja. Also, liebe Zuschauer, unterstützen Sie die beiden Neuen bei der Remember Band, Alex und Heinrich, bei den Christmas Classics, denn sie haben ja noch Schmetterlinge im Bauch, aber ich bin überzeugt, das wird gut laufen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Vielen Dank. Und frohe Weihnachten. Ja, danke dir danke auch. Das war's von City Vision, das Weihnachtsmagazin. Wir sind morgen wieder da, ab 18 Uhr, wenn Sie mögen. Dann unter anderem mit einer Wunschbaumaktion der Santander Consumer Bank AG, denn die sammeln jährlich für benachteiligte Kinder. 420 Geschenke sind zusammengekommen von den Mitarbeitern für die Kinder. Und das sehen Sie morgen bei uns mit funkelnden Augen. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss. Thank you.
große Menschheitsfrage, was war eigentlich zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ich habe die Antwort, denn am Anfang gab es tatsächlich erst die Idee dazu. Die richtige Idee, die kann man überall haben. Zum Beispiel hier. Und hier. Hier oder ganz häufig hier. Natürlich kommt es immer darauf an, was man aus der Idee macht, die man vor Augen hat. Zum Beispiel das. Und genau das machen wir hier bei City Vision. Denn schließlich sind wir spezialisiert auf gute Filme. Wir produzieren nicht nur, wir senden auch. Bitte. Hallo und willkommen zu City Vision, das Magazin. Und all das geht los mit der richtigen Idee. City Vision, Ihr Partner für Werbe- und Imagefilme. Sendung verpasst? Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei City Vision, das Magazin an einem. Das Programm der Woche auf einen Blick. Und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek. Und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge. Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de. Sie haben ein ausgefallenes Hobby? Ich gehe heute zu meinem Anti-Aggressionstraining. Einen außergewöhnlichen Beruf? Oder eine kuriose Leidenschaft? Kröten finde ich genial. Also Kröten, muss ich sagen, niedlich. Dann schicken Sie uns Ihre Story an presse@city-vision.de oder rufen Sie uns an unter 02161 2999 5220. City Vision, wir zeigen, was Mönchengladbach bewegt. Das fasziniert einfach.